Hallo, ich bin der Harald und das sind die Bienen vom Ars Electronica Center. Der Standort hat eben zwei Besonderheiten, einmal eben der Kontakt zu den Leuten, das heißt um die Imkerei und die Bienen näher zu bringen, ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, der Standort ist deshalb so besonders, weil so viele Bäume da rundherum sind. Ja. Und wenn man rechnet, auch so eine blühende Kastanie da drüben ist in etwa 1,5 Hektar Blumenwiese. Ja. Und da stehen da drüben aber gleich mit 30 so Bäume. Jetzt kann man sich hochrechnen, wie viel Blumenwiese das wäre. Und wenn man sich dann die Monokulturen anschaut, die mittlerweile schon überall entstehen, weiß man, dass es so viel Blumenwiese gar nicht mehr gibt. Ja. Und darum ist eben das Ars Electronica Center da so ein hervorragender Standort, der ist auch von den Gegebenheiten her, Licht, Schatten und so weiter, optimal. Ja. Also ideal. Da ist unten eine Webcam, da sieht man von hinten auf das Flugloch. Ja. Wo man mehr oder weniger von hinten sieht, wie die Bienen hereinkommen und in den Bienenstock hinaufwandern und dort dann eben ihr Pollen oder ihr Nektar den anderen Bienen übergeben. Man sieht da die Schwankungen von der Früh, wo sie dann da durchhängen, wo sie einfach noch nicht ausfliegen können. Und wenn sie dann rausfliegen, wie die Bienenmasse weniger wird, weil sie dann draußen unterwegs ist, ja, das kann man da recht gut beobachten. Man sieht da verschiedene Verhalten, da gibt es welche, die trödeln um und haben nichts zu tun, dann gibt es welche, die sind ganz emsig, also das hat alles so seine Logik da drin.